Die über 2250 Fans in der Flyer-Alarm-Arena erhoffen sich zum Frühjahrsrundenauftakt sicherlich mehr Spektakel als beim torlosen Hinspiel-Langweiler der beiden Drittliga-Absteiger. Die heimischen Kickers in Schwarz, die allerdings auf einige Stammkräfte verzichten müssen, wollen an Spitzenreiter Haching dranbleiben. Der Gütschü hat sich als Fünfter ebenfalls gut akklimatisiert in der Regionalliga Bayern und gilt als sehr auswärtsstark. Das Spiel hatte dann in der 9. Minute gleich die ersten beiden Aufreger. Zunächst eine Kopfballvorlage von Fabrice Moncheux, an die Benchers Junge Abiol aber nicht richtig rankommt, trotzdem gefährlich. Und im direkten Gegenzug entwischt Ünal Tosun nach einem langen Pass über rechts. Eigentlich optimale Hereingabe auf Maxi Beerwein, der allerdings diese 1000-prozentige tatsächlich liegen lässt. Überhaupt die Gäste, der erwartet unangenehme Gegner in der Anfangsphase, Rückkehrer Erik Verstappen, zwischen 2019 und 2021 schon am Dallenberg und jetzt im Winter geholt, weil Stammkeeper Marc Richter mit einer Schulterverletzung ausfällt, hier nicht absolut souverän. Würzburg, das keine tolle Vorbereitung hatte, durchaus mit Anlaufschwierigkeiten, dann aber nach einem Münchner Fehler mit der Großchance zum 1:0 nach gut 20 Minuten. Kapitän Peter Kurzweg setzt das Leder aber am Kreuzeck vorbei. Die Hausern also schön langsam auf Betriebstemperatur und mit Turboman Junge Abiol über links. Johann Hipper kommt aber gut raus, verkürzt den Winkel und pariert. Die beste Offensive der Liga, auch in der Folge ohne das nötige Zielwasser. Ivan Franjic lässt nach einem unsauberen Rückpass der Gäste und Querpass von Sadio Sané nach 35 Minuten die nächste Riesenchance liegen. Erstaunlich, dass es hier letztlich torlos in die Pause ging. 4 Minuten nach Wiederbeginn war es aber dann soweit. Franjic mit Platz über rechts und dem Auge für Benjica Kassiel die mittlerweile überfällige Führung für die Kickers. Im direkten Gegenzug aber fast die postwendende Antwort. Beerwein mit Schmackes, aber knapp am Gehäuse vorbei. In der 54. Minute zeigt Schiri Dr. Markus Huber nach einem Handspiel von Franjic dann auf den Punkt. Die Chance also für Kevin Hingerl zum Ausgleich und die lässt er sich auch nicht entgehen. Verstappen in die falsche Ecke geschickt, 1:1. Starke Phase nun von Türkgücü, die sogar am 2:1 schnuppern. Yannick Wojtstra findet aber in Verstappen seinen Meister. Beide warten mit ziemlich offenem Visier, jetzt wieder Würzburg dran, aber auch Sané reiht sich nach 69 Minuten ein in den Reigen der Spieler, die eine Top-Chance vergeben. Kurz darauf probiert Domenico Alberico, einer von drei Winterzugängen, Hipper, aber sicherlich einer der Top-Keeper der Regionalliga. Den ganz großen Druck konnte der Tabellenzweite trotz intensiver Bemühungen dann in der Schlussphase allerdings nicht mehr entwickeln. Moncheux mit einem letzten Versuch, es blieb jedoch beim 1:1. Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Da war von Anfang an Tempo ein Spiel von beiden Mannschaften. Wir hatten natürlich in der Anfangsphase auch Glück, als der Gütschü zweimal gefährlich vor unser Tor kam. Aber ich glaube, über die gesamte Spielzeit haben wir uns richtig viele gute Situationen rausgespielt, deutlich mehr als der Gegner. Und hätten deshalb, glaube ich, auch ein Tor mehr verdient gehabt. Aber so ist es, 1:1, trotzdem guter Auftritt von uns. Ja, wir sind natürlich mit unserer Leistung sehr zufrieden. Ich denke, gerade die Anfangsphase war sehr, sehr gut. Wir sind genauso gestartet, wie wir uns das auch vorgenommen haben. Wir wollten mutig spielen. Und das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen mit ein, zwei sehr guten Torchancen. Da haben wir es ein bisschen verpasst, uns zu belohnen. Und dann war es klar, dass auch natürlich Würzburg unter den Bedingungen, die sie haben, im Gegensatz zu uns, dass dann die Kräfte irgendwann mal nachlassen. Und dann haben wir natürlich auch in der einen oder anderen Situation Glück. Aber trotzdem war, glaube ich, die kämpferische Leistung gerade zum Schluss auch sehr, sehr gut. Und wir haben auch ein, zwei Umschaltmomente gehabt, aber im Großen und Ganzen sind wir natürlich zufrieden mit dem Punkt. Auch wenn Türkgücü durchaus seine Chancen hatte, sind es schon eher zwei verlorene Punkte für die Unterfranken, die ihre Schussstiefel noch in der Winterpause vergessen haben.